Soldiers Field, erbaut 1903 von der Hand unseres Propheten. Was interessieren einen Propheten Jahrmarktboden und Karusselle? Das Ganze dient dazu, Kinder an den Dienst am Staat zu gewöhnen. Du meinst ans Militär? Lernt ein Kind auf dem rechten Pfad zu wandeln, so weicht es auch im Alter nicht davon ab. Ist das von dir? Nein. Ein Schloss. Das ist was für dich. Lass mal sehen, was ich tun kann. Fertig. Ich habe Geld gefunden. Ich fühle mich schon besser. Die Zeit im Comstock House war erträglich. Die Arbeit war natürlich hart, aber erträglich. Bettzeug ausringen, Böden schrubben. Lady Comstock ließ sogar ab und zu mal ein freundliches Wort fallen. Fast hätte ich gedacht, ich habe einen Platz in der Welt dieser Leute. Gott erschafft dumme Mädchen, damit er was zu spielen hat. Thank you.
Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Shark Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Ist sie. Die First Lady. Scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Bleib bei mir. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Tschüss. Ach, wirklich? Wenn wir nicht aufpassen, kriegen wir solchen Ärger, das hätten wir uns nicht träumen lassen. Von Hotelpagen und Spülerinnen? Ach, Edward, du musst deine blühende Fantasie wirklich mal zu etwas Nützlichem einsetzen. Wissen Sie, wieso Sie mich hier rausholen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Unterricht im Schlösserknacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Gaben Ihnen das Wort des Propheten. Das schon. Aber was, wenn Sie mehr wollen? Noch mehr? Zum Beispiel? Gewerkschaften, 8-Stunden-Tage. Tja, dann können wir auch gleich noch eine goldene Kutsche drauflegen. Ach, du klingst schon wie Daisy Fitzroy. Hast ja gehört, was im Comstock Center los war. Und auf Monument Island. Mit diesen Leuten ist nicht zu reden. Vater Comstock muss ein Ende machen damit. Wer sind Sie, Mr. DeWitt? So eine Art. Ich bin Freiberufler. Hab für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Pinkertons? Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. Wir haben Docks für Boys, Docks für Girls und für alles dazwischen. Heiß, brandheiß, hier gibt's Hot Dogs. Was gibt man kleinen Patrioten? Was ist patriotischer als ein Hot Dog? Holt euch Hot Dogs, holt euch Hot Dogs, hier! Und, Mr. DeWitt, gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Es gab mal eine. Sie starb. Wie? Bei einer Geburt. Oh. Sie haben ein Kind? Nein. Patriotischer als ein Hotdog. Holt euch Hotdogs! Holt euch Hotdogs! Hier! Unsere eiskalte kolumbische Eiscreme ist ein kulinarisches Wunder.
Kosten Sie selbst? Sie dürfen nicht hinter den Tresen, Sir. Da! Lassen Sie sich keinen minderwertigen ausländischen Ersatz andrehen. Und als ich nach Washington kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia teilten. Es ist aber Last und Aufgabe des Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn was bin ich, wenn nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert? Boys, Dogs für Girls und für alles dazwischen. Heiß! Testen Sie schon! Warum? Jeden Tag Mäuse damit und stellt das Gewehr schmutzig zurück. Tschüss! Sie misst Zuckerwatte gefällig? Die Zeit kommt, sagt sie. Bist du bereit? Geht weiter. Nicht, dass wir noch irgendwem auffallen. Ich stelle mir gerade vor, Sie auf einem Karussell. Die haben mir jemand gegeben, ich versprech's. Ich hab vorher noch nie geraucht. Hey, rauch ruhig weiter, mein Freund. Ich bin kein Schutzmann. Nein. Danke, Sir. Ein Lockpick sollten wir mitnehmen. Oh.
Schlaukopf und Schwachkopf. Sie wissen doch. Denk dran, sei kein Schwachkopf. Wie kann man das nicht kennen? Muss was speziell Kolumbianisches sein. Oh, als Kind habe ich diese Geschichten geliebt. Aber sie sind ein bisschen verstörend. Hallo? Okay, die Kinder sollen sich das Theater ansehen, solange sie wollen. Bis der Prophet uns Weiteres sagt. Der Prophet wird uns sagen, was wir tun sollen. Aber was sage ich den Jungs? Sie stellen so viele Fragen. Ich habe keine Antworten. Weißt du, Sallys Junge war im Comstock Center. Weiß man schon was? Noch nicht. Oh Gott. Oh je, oh je, oh je. Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war. Das dastand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. Süßes. Miss, gönnen Sie sich mal was Besonderes. Zuckerwatte, hier bei mir. Hier gibt es Zuckerwatte. Zuckerwatte, eine Wolke süßer Köstlichkeit. Zuckerwatte. Unsere Sendung kurz für ein stilles Gebet für die Opfer der heutigen Ausschreitungen.
du das geknackt? Das kriege ich hin. So. Sie misst Zuckerwatte gefällig? Oh. Zuckerwatte, Zuckerwatte, hier bei der kleinen Lady was Süßes. Miss, gönnen Sie sich mal was Besonderes. Zuckerwatte, hier bei mir. Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. Na ja, klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Gentlemen, der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Wollt ihr zulassen, dass ihm eure Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Oder wollt ihr handeln? Come on!
of Heroes, bis auf Weiteres geschlossen. Dann müssen wir nicht Schlange stehen. Stimmt etwas nicht? Ah, nein, nein, geht schon. Oh, eine Biene, ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was wird das? Scheiße. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber da ist etwas, das ich... Oh nein! Schließ ihn! Ich versuch's ja! Schließ ihn! Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. In Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden schweben dort im Dunst. Von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Gegen wilde Horden, fremdes Heer, nimmt sein Gewehr und stirbt. Da! Fink Industries. Die scheinen hinter diesem Schock-Jockey-Produkt zu stecken. Die sollten sich was schämen. Ich sehe da drüben ein Lockpick. Gib auf! Mehr Geld. Hier. Ich danke dir. Your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Und wenn wir zuschlagen, erteilen wir Cornelius Slade eine Lektion. Ich weiß, ihr alle habt Slade für eine Art Kriegshelden gehalten. Cornelius Slade ist kein Held! Er hat so lange in Finkton gelebt, dass er geworden ist wie der Pöbel, der dort haust. Ginge es nach Slade,
Säßen diese Farbigen und Kartoffelfresser in Comstock House und würden Columbia regieren oder in euren Häusern und würden mit euren Frauen kopulieren. Also, er hat sich in der Hall of Heroes verkrochen. Und es ist unsere Hallo? Aufgabe, ihn da rauszuholen. Tot oder lebendig. Sobald unsere Kampfschiffe eintreffen, stürmen wir Verdammt! Die Halle und holen sie raus. Und zum Abendessen seid ihr wieder zu Hause. Zeig dich! Wir mussten Schloss knacken. Kein Problem. Bitteschön. Das heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt.
Wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Naja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Oh. Oh, ein Codebuch für eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Geheimcodes? Die Chiffre müsste hier irgendwo sein. Mein Turm. Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Besuchen Sie die Hall of Heroes und lernen Sie das brandneue Schachtjockey kennen. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Aber er schuf nur einen Cornelius Slate. Mein Vater folgte ihm den San Juan Hill hinauf, durch die Gesandtschaften in Peking und, wie er sich ausdrückte, sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging. Heute beim Appell fragte Slate mich, ob ich Sergeant Monroes Tochter sei. Ich sagte, ja, Sir, die bin ich. Und Slate sagte, dein Vater wollte immer einen Sohn. Ich hoffe, der Dummkopf weiß, wie viel Glück er hatte. Wer ist das? Slate? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen.
Hier drüben. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt wären. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Zu den Bodendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie straight, hä? Sir! Die Waffen weg! Hast du das gehört, Comstock? Das war das Geräusch, das du nie gehört hast. So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Komm zur Hall of Heroes. Beweise, dass ich lüge. Hey! Booker, hier. Das ist es, was das Codebuch dechiffriert, bestimmt. Mal sehen. Hut ab für die Vox. Ah, hier muss es mehr geben, als man auf den ersten Blick sieht. Hier, gut aufheben. Gut so. Daisy Fitzroy. Ich habe von ihr gelesen. In den Büchern steht, sie will Columbia vom Himmel zerren. Jeder hat einen Traum. Ich will nicht Teil ihrer Kultur sein, ihrer Politik, ihres Volkes. Die Sonne geht unter für ihre Welt. Und bald schon werden sie im Dunkeln stehen. Eines müssen die Menschen lernen. Furcht bekämpft man mit Furcht. Ich will nicht Teil ihrer Welt sein. Ich will nicht Teil ihrer Kultur sein, ihrer Politik, ihres Volkes. Die Sonne geht unter für ihre Welt. Und bald schon werden sie im Dunkeln stehen. Kampf, Alter! Lass ihn raus!
Eines müssen die Menschen lernen. Furcht bekämpft man mit Furcht. Ich will nicht Teil ihrer Welt sein. Ich will nicht Teil ihrer Kultur sein, ihrer Politik, ihres Volkes. Die Sonne geht unter für ihre Welt. Und bald schon werden sie im Dunkeln stehen. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Ach, das wird nicht lange dauern. Bitte. Der Gondelverkehr zu Hall of Heroes wurde eingestellt. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slate. Naja, ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Wir müssen nur diese Ladung... Das wird absolut fantastisch! Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Die Strecke ist frei. Sie sind alle weg. Komm raus. Jetzt
ist über euch! Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet! Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden! Booker, hier ein Gewehr. Hier, das wird helfen. Danke. Wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Schockjockey und dann nichts wie weg. Bedarf? Prima. Musik.